Und damit herzlich willkommen zu einem weiteren Video von Video Deluxe Magic. Und wir schauen uns jetzt einfach mal an, was nach den ganzen Patch Notes so passiert ist. Denn es hat sich etliches getan und wir befinden uns jetzt im Ende April 2022 und ich möchte einfach mal meine Aussagen überarbeiten, was damals beim Release von der neuen Version passiert ist. Und wir schauen uns einfach mal an, wo noch was zu finden ist oder ob alles behoben worden ist. Okay. Als allererstes kann ich keine Werbung finden. Ich mache das Programm hier auf. Vielleicht ist bei euch noch Werbung, bei mir gerade keine. Ich werde jetzt hier einfach mal ein Video auswählen, wie ich es immer mache, und mit einer bestimmten Größe dann für uns wählen und mache mein Projekt starten. Bin hier im Import, geht direkt auf die Effekte. Es dauert immer ein bisschen, bis das Ganze lädt. Wir machen das Ganze mal im Großbildschirm und dann gucken wir mal, unter Hilfe habe ich natürlich einiges schon aktualisiert. Online-Aktualisierung ausgewählt und es wurden keine Aktualisierungen gefunden. Ich habe also die neueste Version. Wir sind jetzt gerade über der Version 21.028.138 bei mir angelangt. Wir schauen jetzt gleich mal auf die Einstellungen über das Programm, denn dort habe ich einiges ausgewählt und zwar die Werbung zum Beispiel abgemacht und das könnt ihr hier machen. Programmoberfläche, betätigen Sie die Schaltfläche, wenn Sie alle Dialoge, die Sie mit Meldung nicht mehr anzeigen gekennzeichnet haben, wieder reaktivieren wollen. Hier können wir die News ausblenden, Oberfläche beim Öffnen mit von Dialogen abdunkeln. Ihr könnt natürlich bei der Werbung an sich selber auch das Ganze nicht mehr anzeigen lassen. Bei mir hat es jetzt funktioniert, ob da was geändert worden ist, weiß ich nicht, aber zumindest ist es angenehmer geworden. Dann wollte ich noch was sagen zum Rendern und dazu ziehen wir jetzt erst einmal ein bisschen Videomaterial in die Timeline. Der Import funktioniert relativ zügig, muss ich dazu sagen. Hier haben wir ein bisschen Videomaterial. Ich habe das jetzt einfach mal reingezogen und werde es sofort abspielen. Und man sieht schon, es funktioniert relativ flüssig. Das finde ich sehr schön, sehr gut. Wir haben jetzt hier aktiviert Auflösung reduzieren. Ich habe jetzt noch nicht einmal die Proxy-Dateien genutzt. Die habe ich jetzt gar nicht erstellt dafür. Hier bei dieser Wellendarstellung erzeugen geht auch relativ flott. Und so habe ich jetzt eigentlich keine Probleme mehr. Zum Thema Rendern wollte ich noch sagen, das Rendern, ich habe vieles probiert. Hier gerade mit den neuen Übergängen. Schaut auf jeden Fall in dem Video vorbei, wo ich hier mit diesen Überblendungen über diesen Shortcut hier die Pro-Data-Scenes-Transition wähle und dann eben so eine coole Überblendung habe. Selbst da alles reibungslos funktioniert, überhaupt keine Probleme mehr da und wir gucken einfach mal, was passiert ist, denn wenn wir jetzt zum Beispiel da oben auf Datei gehen und exportieren, schaut auf jeden Fall noch kurz vorbei, denn ich habe da noch einen kleinen Tipp für euch. Dann Video als MP4, das ist so mein Standard für YouTube und für meine Videos, wie ich exportiere. Und dann finde ich, dass es einfach schöner geworden ist mit den einzelnen Sachen. Ich weiß nicht, ob da was gemacht worden ist. Ich bilde es mir zumindest ein, dass hier die Einstellungen auch gleich so sind, wie ich sie haben will. Und vor allem, wenn ich unter erweitert gehe, ist jetzt da nicht irgendwie was, was gar nicht dazu passen würde. Sondern es wurde schon relativ gut angepasst. Ich kann mit diesen Einstellungen einfach weiterklicken und habe sofort ein relativ gutes Ergebnis, ohne jetzt hier ein Informatiker oder ein Programmierer zu sein, der sich mit allem auskennt, sondern so funktioniert es relativ gut. Und zwar rendern wir jetzt einfach mal diesen Bereich über einen Shortcut. Das war mir vorher auch nicht so bewusst, weil ich das gar nicht genutzt habe, aber für Anfänger ist das natürlich super gut. Und zwar hier oben rechts finden wir, öffnet einen Dialog mit verschiedenen Möglichkeiten, um das Projekt fertigzustellen. Da klicken wir jetzt mal drauf. Und dann können wir hier einfach auf Vimeo hochladen. Keine Ahnung, warum man das machen sollte. Könnt ihr mir mal in die Kommentare schreiben, wenn du das nutzt. Oder hier als Videodatei ausgeben. Das nehmen wir. Dann haben wir hier die Qualitätsstufe HD Qualität 2. Wäre jetzt das, was ich brauche. Bei der 1 sind wir von der Qualität schlechter. Und die 2 zeigt mir jetzt meine Bildrate genau an. Oder die Bildbreite und die Bildhöhe im Pixel. Und das Format wähle ich als MPEG-4, wie gerade schon gesagt. Dann gehe ich hier einfach auf Bildprojekt speichern. Klick dann auf Speichern und schon geht der Export los. Und ich finde, dass das auch gar nicht mal so lange dauert. Es geht relativ flott, zumindest finde ich es nicht unangenehm. Und dann schauen wir uns einfach mal an zusammen, ob das ganz gut funktioniert hat. So, jetzt schauen wir mal, ob die Transition auch funktioniert. Bis jetzt schaut es gut aus. Wir haben natürlich jetzt nichts Besonderes eingestellt. Und die Transition war optimal.
Dann schauen wir uns noch das Thema Position und Größe an. Da hat sich auch was getan. Wenn ihr das Ganze größer machen wollt, hier bei Position und Größe gab es ja etwas Schwierigkeiten, weil das Ganze neu angepasst worden ist. Wir müssen immer noch auf Effekte anwenden klicken. Finde ich persönlich jetzt nicht ganz so schön, aber es ist jetzt auch nicht total verkehrt. An sich, wir machen das Ganze jetzt hier mal ein bisschen größer, hat sich hier nochmal ein bisschen was in der Struktur getan. Hier können wir praktisch die Größe einstellen, über Filmgröße oder Originalgröße, einfach mit Shortcuts oder natürlich hier direkt mit hoch und runter mit der Maus. Das finde ich super gut, das Ganze. Wir können die Position hier wählen und das ist ja auch schon das, was ich eigentlich hier total gut finde. Wir haben Erklärungen mit Bildern über die Achsen. Das habt ihr so in anderen Programmen nicht. Also ich finde es ganz gut strukturiert. Was wichtig zu wissen ist, ihr müsst vielleicht oft einmal einen Regler einfach drehen und wenden, damit ihr Keyframes hier unten aktivieren könnt. War aber, glaube ich, bei der alten Software auch schon so. Das funktioniert bei mir relativ gut. Ich bin eh kein Fan von hier irgendwelche Kreise und Dreiecke und sonst irgendwelche Symbolen, die ich hier im Bild nutze. Vielleicht ab und zu mal hier mit der Maus, dass ich es verändere oder so. Aber ansonsten gehe ich immer direkt hier rein und kann ja super mit der Maus hier auch hoch und runter drehen, was für mich eine super Verbesserung erzielt hat. Ich muss dazu sagen, die E-Mails sind auch weniger geworden und wenn, dann finde ich sie sehr interessant. Es gab in letzter Zeit sehr viele interessante Angebote und da kommen wir auch schon zu meinem nächsten Punkt, nämlich die Homepage und die Angebote, was es zurzeit möglich ist. Wenn wir auf der Homepage sind, dann gehen wir natürlich da oben auf Video und dann schauen wir uns mal speziell jetzt das Video Deluxe an und da klicken wir drauf. Und dann sehen wir, dass wir hier verschiedene Sachen haben. Hier unten findest du nochmal deine Wahl. Hier hast du nochmal alle verschiedenen Optionen, die du wählen kannst beim Kauf. Und wenn du hier auf Kauf klickst, kannst du natürlich auch kostenlos testen. Aber jetzt haben wir verschiedene Varianten. Einmal die Abo-Variante. Und hier seht ihr schon, dass ihr die letzten zwei Programme auf jeden Fall dabei habt. Eine super Sache ist es. Kostet euch im Monat 5 Euro. Klickt hier auf das Ausrufezeichen, damit ihr alle Informationen habt, was das beinhaltet. Oder ihr könnt natürlich auch eine monatliche Zahlung machen, dann müsst ihr halt gucken, was dabei ist. Das finde ich jetzt allgemein ein bisschen schade, weil wenn du dich dazu entschließt und schon mal was abgeschlossen hast und jetzt halt auf einmal so ein Angebot rauskommt, dann beiße ich mir natürlich in den Allerwertesten, denn ich hätte vielleicht auch gerne dieses Angebot genutzt, kann es jetzt aber gar nicht mehr, weil ich jetzt momentan schon ein Abo abgeschlossen habe. Wie da die Regelungen sind, weiß ich nicht. Anders ist es natürlich beim Upgrade. Jetzt ist es natürlich clever abzugraden, aber wenn ihr natürlich vor ein paar Wochen abgegradet habt und dann diese Programme dazukommen, dann ist es sehr schade. Ich habe aber schon mitbekommen, dass Magic da reagiert, wenn das vom Zeitdatum nicht allzu lange her war. Dann durften sich die Käufer gerne bei ihnen melden im Support auf der Homepage oder im Forum und da einfach den Support angeschrieben und dann haben sie diese Programme noch zusätzlich hinterher bekommen. Das war mein Eindruck, dass es Magic auf jeden Fall hinterhergegangen und hat sich da engagiert, dass jeder auch auf seine Kosten kommt. Wenn ihr das Video oder die Videos noch nicht gesehen habt zu diesen zwei Zusatzprogrammen, dann klickt doch mal einfach über die Suche bei meinen Videos da drauf. Sehr interessantes Thema auf jeden Fall. Ich bin zurzeit super zufrieden mit Magic Video Deluxe. Das ist meine persönliche Meinung. Das Programm funktioniert wieder so, wie es funktionieren sollte. Ich habe viele tolle Plugins oder halt Bonusprogramme kennenlernen dürfen, die ich euch auch vorgestellt habe und die das Arbeiten mit Magic Video Deluxe auf jeden Fall vereinfachen und natürlich auch verbessern. Ich freue mich auf weitere Inhalte. Das Zusammenarbeiten mit Magic macht auf jeden Fall super viel Spaß. Ich bin gespannt, was die Zukunft bringt und freue mich natürlich auch, wenn ihr wieder Spaß habt am Videoschnitt. Wenn euch das Video gefallen hat, dann lasst doch gerne den Daumen nach oben da. Wenn du noch mehr zu Magic Video Deluxe lernen willst, dann schau mal den ersten Link in der Infobox unten. Dort geht's zu meinem Magic Video Deluxe Lernkurs für Anfänger. Dort lernst du alles Step by Step super einfach. Lass auch ein kostenloses Abo da, damit du keine Videos mehr rund um Videoschnitttechniken verpasst. Und dann freue ich mich am allermeisten, wenn wir uns beim nächsten Video wiedersehen.